hin, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Kellermäus. Discard your draft, München. Oder draft your discard. Weißt du selber nicht, wie das Format heißt? Im Format, in den Karten, tschüss. Tja, Ladies, lange ist es her. Heute ist es mal wieder soweit. Herzlich willkommen, Benji. Moin, Meister. Übrigens würde ich sagen, es heißt draft your discard. Hört sich einfach geiler an, auch wenn sich die Hälfte der Kommentare es mal wieder nicht versteht. Aber wir draften quasi unseren eigenen Discard. Wir erspielen uns selbst unseren Discard. Deswegen ist so der Titel irgendwie in die Richtung, würde ich mal sagen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Ist richtig. Also wer sich beschwert, wird gebannt. Ganz einfach. Wer sich beschwert, kann sich melden, kann Bowling-Turnier mitmachen. Ja, wird er im Boden gestampft, sag ich mal so viel. Wer am Wochenende dabei war, wer nicht eine Menge verpasst, ist klar. Wir haben bei Benji ebenfalls eine Folge aufgenommen. Mhm. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Und yo, what willst du noch sagen hier? Ich will sehr sagen, dass ich nächste Mal 4 Strikes in Folge schaffen werde. Oh. Den Dreierrekord, den break ich. Das ist auch nicht schwer, glaube ich. Auch nicht mit Rumgeklicker, was du da geschmissen hast. Ja, wenn ich wieder höre hier, mach alles gleich, geht nicht mehr. Ja. Ja, hier, Freunde, wir gehen rein. Draft. Regeln. 12.000 Likes wären sexy. Das sind die Regeln. Das sind die Regeln, 12.000 Likes zu schaffen. Dann hat der andere noch einen weiteren Discard und dann läuft das. Boah, wir könnten ein Duell machen, Steini. Wir könnten ein Duell machen, wenn wir bei unseren beiden Videos, der mehr Likes hat, darf dem anderen im nächsten Video noch einen extra Discarden. Aber wann bringst du deine Aufnahme? Nein, ich meine halt, wann ich sie bringe, weiß nicht. Keine Ahnung, wann bringst du die? Lass das für Dings dann verwahren. Lass das für nächstes Mal festhalten. Ja, okay, lass dann noch rum, wenn ihr die Idee gut findet. Ja, das können wir so machen. Heute, wer Summer Heat, wer die meisten Summer Heat drin hat, nicht in der Startelf, sondern generell, kriegt nochmal einen extra. Very nice, wir gehen rein. Let's go. Und natürlich Ratingfrage, nice. Ganz wie immer, ja, einfach sicher, rein in den Landlord. Sicher. Mit der Formation gehe ich jetzt mal wieder alles oder nix. Eieieiei. Also ich bin mal gespannt, diese ganzen Summer Heat Karten. Ich habe da ja 90% verpasst, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so für die Karten interessiert habe. Ich weiß, es gibt noch ein paar Suchtis von euch, die ja wirklich jede einzelne von diesen Karten gemacht hat. Aber da gehöre ich aktuell definitiv gar nicht dazu. Blamage, ich habe auch alle. Genau, alle gesehen, ne? Ja, ich geh erstmal auf Chemie hier. Ja, ich auch. Bei der Formation muss ich auf Chemie gehen, Ladies and Gentlemen. Oh, ich gehe ganz klar auf Chemie. Und jetzt ein Mara. Oh, achso. Ein Ronny ist auch gut. Der darf eigentlich nicht mehr drin sein. Ronny, Dino. Und jetzt noch ein Gattuso. Achso, ist gut. Digga, was ist denn das schon wieder für ein Scheiß hier? Eieieiei. What's that für eine Scheiße? Digga, Offensive vom Rating her sehr gut angefangen, danach sehr gut nachgelassen. Ach du Scheiße, nee. Come on, Baby. Ich brauche hier mehr Axon. Aber das ist gut, dass diese Position gut belegt ist. Nicht gut, ey. Not good. Gib mir noch eine Icon, Baby. Ich brauche noch eine Icon, Baby. Baby, Baby. Und noch eine Icon, Baby. Baby. Was soll ich das? Ich hab nicht denn? Eine Icon bisher, ne? Ich auch nicht. Weil Amerika Digga, ist Europa. Digga, 85 ist zu schlecht. Sag ich dir ganz ehrlich. Europa ist Europa. Europa ist Europa. Was mach ich denn hier jetzt? Scheißendreck. Ist mir auch scheißegal. Ich brauch irgendeine Kacke Connection hier. Irgendwie. Mach! Aus Prinzip! Nimm ich extra beschissene Karten. Damit ich mal eine bessere Auswahl kriege. Ich krieg hier wieder nur Goldkarten. Ich weiß nicht genau, was ich zu meinem Draft hier sagen soll. Ich hab grad extra einen Varan nicht mitgenommen. Lächerlich. Meine erste Elf ist für den Arsch. Ich hab extra einen Varan nicht mitgenommen. Aus Disrespect. Ach, stimmt, mein Schmerz. Gibt der mir einen Longley in nächster Runde. Frechheit. Oh, Ruhe im Bums. Okay, let's go. Ach ja, ich nehme jetzt nur noch Rating eigentlich. Jetzt kommen ein paar Icons hier. Das ist ja auch irgendwie scheiße. Amerika. Ach, guck mal, wenn ich einfach so mache, dann habe ich doch schon die 100 Genie, habe ich gesagt. Icon! Du hast meine Icon belogen. Da bist du doch. Sehr schön. Die 100 Genie haben wir am Start. Jetzt können wir direkt nur auf Ratingfrage gehen. Das ist doch super geil. Ja, toll, wenn hier nur 86er zur Auswahl sind. Du hast auch meine Icon belogen. Komm schon. Komm, 86er Icon. Baby, komm, Baby. Brauche ich nicht. Hey, ho. Wir wollen die Iceburn sehen. Oh, scheiße, es geht ja drum noch, wer mehr Summer Heats hat. Habe ich voll vercheckt. Hast du voll vercheckt. Fuck. Ole, ole.
Ole, ola. Ich weiß gar nicht, hatte ich überhaupt welche zur Auswahl? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß das nicht, du weißt es nicht. Schmeckt. Beste erste Elf und ich krieg hier eine Scheiße. Gib mir Summer Heat, I'm heating, I'm sweating in here. Aber ich krieg keinen Hintermann. Alalalalalong. Was soll ich denn hier maken, Alter? Was willst du hier maken? Maken, behaken. Alles scheiße. Also ich bin halt echt erschrocken, wie wenig Icons ich hier bekomme. Sehr wenig Icons. Also vom Rating her ist bei mir eigentlich okay mit den Icons, aber irgendwie habe ich trotzdem komische Spieler, habe ich das Gefühl. Okay, let's go. Ich habe komische Spieler. Amerika ist Amerika. Komm, Digga, was ist doch Rating? Ist doch, das ist doch nix. Ist doch nix, Digga. Digga. Nein, ich sehe dich eigentlich trotzdem bei einem 192er Draft. Sag ich dir, wie es ist? Bruder! Warte, bei mir 192? Ja, I see you. When I see you in the draft. Scheiße, das also ist Bowling ist nicht so deins, aber Draft bauen kann er, glaube ich. Ich kriege mir noch 100 Subs von dir, hast du schon wieder vergessen, ne? War doch ein Deal. War doch ein Deal, jetzt brauchst du dich nicht versuchen, hier rauszureden, Leute. Also check die Streams aus, Steini, schick mir bald 100 Subscriber, Alter. Oh, moin Meister. Ich probiere das hier aber mal aufgeschissen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das reicht. Gib mir noch einen Summer Heat zum Abschluss. Der wäre mir jetzt wichtig, persönlich einfach. Einfach gut gebaut. Einfach noch ein Summer Heat. Ach, Rady geht nicht mehr hoch, scheiße. Ist eigentlich nicht schlecht, aber könnte auch besser sein. Danke, wie es ist. Und jetzt nochmal ein High-Rated-Knaller. Oh, it's me you're looking for. See it in eyes. See it in smile. Ich sehe diesen Spieler hier gerade das erste Mal in komplett FIFA. Emilio Martinez, 81er Torwart von Arsenal. Arsenal. Also am Ende des Tages muss ich sagen, einfach können. Hater würden sagen, vor Glück beschissen, aber es ist einfach können. Ich kann auch abholen. Hol dich doch Manager. Ab, Alter. Manager, Clever Lippe. Der gute Mann. Nehmen wir Pep Guardiola mit einfach fürs Feeling, Leute. Nehmen den kleinen Brinker. So, zack. Steini! What in you heaven, Alden? Summer 100 Heats. Chemie? Was? Summer Heats habe ich zwei. Ich auch. Ne, ich habe einen. Yes! Punkt Nummer 1. Was ist deine beste Karte im Draft, Hammer? Was ist meine beste Karte? 95er Ronaldinho. Muss ich mit einer 99er Maradona-Karte gegenhalten, ne? Ja, war klar, dass du wieder dich so mit Glück bescheißt. Ich habe aber auch nur eine 192. Ich habe auch eine 192. That's not good, ne? Machen wir ein Packen auf den oder was? Machen wir ein Pack, ja. Machen wir ein Pack. Jut, jut, jut. Ja, dann können wir machen. Boah, Promo-Packs, Alter. Machen wir Promo-Pack auf oder ja, was komm, auch da? Machen wir Promo-Pack, warte. Europa ist Europa. Mein Gott. So, jetzt können wir reingehen. 22.500 Coins kostet dieses Pack. Hä, sind die Spieler, sind die Packs aktuell wieder halbe Preis oder was? Nee, ne? Krass sind die. Keine Ahnung, was das für ein Pack ist. Nee, das ist einfach ein Scheiß-Pack. Bist du ready? Ja. Yalla, goodbye. Der angezeigte Spieler, ne? Yes. Jetzt. Schlitz, Alter. Ikone, Alter. Toti, Alter. Ach du Scheiße, Alter. 83. Ja, 82. Europa ist Europa. Let's go. Ist das kacke, Digga. Also beide ein, ne? Ich bin mir voll unsicher. Das sieht eigentlich nicht gut aus. Ich hab einen bei dir. Ich nehme. Boah. Hey, du hast nur einen Pick. Ja, ja. Ist immer schwer, ob ich Bank oder Dings nehmen soll. Was ist denn für eine Formation überhaupt? 4-2-2-2. Okay, rechter ZOM. Zählt Foot Birthday auch als Summer Heat, Alter? Die Maria Foot Birthday. Ah, oh, der gute Mann. Ist zwar auch nicht mehr viel wert, aber... Ist nicht schlecht auf jeden Fall, ist nicht schlecht, ja. Merkt ihr den, merkt linker ZOM wäre Summer Heat gewesen. Fickern. Okay, was hast denn du für eine Formation? 4-3-3, die 4. Also wie gesagt, Summer Heat-Karte ist Joker. Ne, haben wir die letztes Mal auch schon gesagt, weil die gibt's halt nicht und das ist Pech. Nimm mich rechte Flügel. Es war so klar, es war so klar. Komm, brauchst gar nicht sagen. Es war so klar. Also der ist nur nicht auf der Reservebank gelandet, weil ich schon zu viel Crap-Karten hatte. Das ist, wie heißt er? Jose Campagna. 83er Info. Mann. Immerhin kein Summer Heat, wie ich jetzt Ich glaube, das ist... Ja, das ist mit Dings, mit Silver. Aber selbst Silver ist mehr wert. Dahinter war ein Martinez Future Star. So, hier, beide gekauft. Weißt du, warum meiner so teuer war auf einmal? 70k? Ich glaub, einfach gleich viel wie mein Di Maria. Einfach eine
Der kostet noch 70k, die Maria? Mhm, 70k, what the fuck, Alter. Ja, habe ich auch gerade, war ich wirklich schockiert. Das ist echt krass. Ich dachte wirklich so 200 oder so. Schreibt mal weitere Dings, Sachen rein hier in die Kommentare, wie wir das machen können. Weil ich sag mal, das ist ja sehr dürftig. Du brauchst viel Glück. Wir müssen auch mal Glück haben, natürlich. Aber schreibt mal sehr, sehr gerne noch weitere Vorschläge rein, wie wir es noch machen könnten. In diesem Sinne gehen korrekt. Die beiden jetzt erstmal weg. Hatte Tschüss. Ja, okay, habe ich ungefähr 65k für den ausgegeben. Make it peace, make it love and happiness, Freunde. So. Kifft nicht so viel, hört auf eure Eltern, passt auf euch auf. So, wir sind raus. In diesem Sinne, macht's gut. Danke für den Daumen da oben. Checkt Benji ab und tschüss.